Namaste und willkommen auf meinem Yoga-Channel. Ich bin Martina und heute habe ich eine kleine Yin-Yoga-Sequenz für dich. Yin-Yoga für den Neumond. Der Neumond, das ist immer die Zeit des Neubeginns. Es beginnt ein neuer Mondzyklus und wir können diese Zeit wunderbar nutzen, um uns eine neue Intention zu setzen für den kommenden Mondzyklus und uns so quasi das Jahr in so kleine Abschnitte einteilen, wie es ja auch von der Natur vorgegeben ist, und entlang dieser Mondzyklen an unseren Träumen und Wünschen arbeiten. Und es bietet sich immer an, zum Neumond sich eine neue Intention zu setzen. Das kann auch ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem größeren Ziel sein und sich dann wirklich während des Mondzyklus vorzunehmen, das Ganze umzusetzen, in Gang zu kommen, dann auch nochmal darüber zu reflektieren, zu schauen, was brauche ich noch, was brauche ich vielleicht nicht mehr und so Schritt für Schritt deinen Zielen und Wünschen näher zu kommen. Ich finde es immer sehr, sehr schön, sich da an den Mondzyklen auszurichten. Und mit dieser kleinen Yin-Yoga-Sequenz möchte ich dich hier so ein bisschen unterstützen. Du bist ja herzlich eingeladen, dir am Schluss ein paar Notizen zu machen, dir eine kleine Intention aufzuschreiben und die aufzubewahren. Unter dem Video habe ich dann noch ein paar Hinweise dazu und speziell auch eben zu Neumondritualen und den Mondzyklen bereitgestellt. An Hilfsmitteln brauchst du heute ja eine gefaltete Decke, legst du dir vielleicht zurecht, auch gerne ein Bolster oder dickes Kissen, falls du kein Bolster hast, geht auch so ein Couchkissen und auch ein oder zwei Yoga-Blöcke. Musst du nicht, kannst du dir aber noch dazu nehmen, um es dir noch ein bisschen gemütlicher zu machen. Und wir beginnen diese kleine Yin-Yoga-Sequenz ganz entspannt in der Haltung des Kindes. Setze dich in der Kindeshaltung auf deiner Matte ab. Kann auch gern so ein bisschen breiter sein, dass du die Knie vielleicht mattenweit oder so, wie es für dich angenehm ist, geöffnet hast. Dann setze dich hier auf den Fersen ab, komm in die Kindeshaltung und lass dich hier sanft auf die Matte sinken. Vielleicht magst du den Kopf hier unterstützen mit so einem Polstertürmchen. Vielleicht magst du den Block unterlegen oder vielleicht magst du auch deine Stirn ganz auf die Matte ablegen. Dann schau mal, was sich für dich gut anfühlt. Vielleicht magst du deine Hände nach vorne oder vielleicht auch eher auf die Seite nehmen. Schau, dass du dich hier so einrichtest, dass es sich richtig gut und stimmig für dich anfühlt. Dass du dich hier ganz entspannt in diese Haltung sinken lassen kannst. Die Kindeshaltung ist eine wunderschöne Position, um anzukommen, dich hier zu erden, richtig anzukommen. Das ist auch eine der Positionen, wo wir wirklich ganz nah an der Erde sind, am Boden. Und vielleicht auch wie so ein Samenkorn, das in die Erde gepflanzt wird. So kannst du dir deinen Wunsch vorstellen, deinen Wunsch für den Neumond, deine Intention für den neuen Mondzyklus. Und diesen Wunsch, den du wie so einen Samen in die Erde gibst, und der sich Schritt für Schritt in diesem Mondzyklus verwirklichen wird. Oder wenn du einen größeren Wunsch hast, vielleicht auch ein kleineres Ziel, ein kleinerer Schritt auf dem Weg zu deinem Ziel, zu deinem Wunsch hin. Und dann überlegt er hier in diesem Moment, was ist dein Wunsch, deine Intention, die du jetzt in diesem Neumond, in diesem Mondzyklus auf den Weg bringen möchtest? Und dann bleibe hier ganz verbunden mit deinem Atem.
Und lass dich noch für einen Moment hier sinken, diese angenehme Kindesposition. Dann bleib hier noch so 2, 3 Atemzüge. Dann löse langsam auf und dann roll dich mal für einen Moment hier nach oben. Vierfüßlerstand, vielleicht bringst du deine Knie noch mal so ein bisschen enger zueinander, dass sie vielleicht hüftweit auseinander stehen. Deine Hände unter deinen Schultern. Und dann kannst du ja gerne mal so eine kleine Bewegung machen in der Wirbelsäule, diese Katze-Kuh-Bewegung, dich mal rund werden lassen. Und dann auch wieder dein Brustbein ein bisschen nach vorne schieben. Schau, dass es sich wirklich hier gut anfühlt. Vielleicht magst du auch so kleine Kreise machen mit den Hüften. Dein Becken so ein bisschen kreisen lassen. Erst in die eine Richtung. So ganz fließend diese Bewegung entstehen zu lassen. Und dann auch in die andere Richtung kreisen. Auch hier diese Bewegung so ein bisschen fließen lassen. Und dann kommen wir gerne mal zurück zur Mitte. Und wir gehen jetzt weiter in die Position des schlafenden Schwans. Komm aus dem Vierfüßlerstand und bringe hier dein rechtes Knie nach vorne zwischen deine Hände, sodass dein Knie an der Innenseite deiner rechten Hand zu liegen kommt. Und schau mal, wie groß du den Winkel in deinem Knie machen möchtest. Schau, wie es sich für dich gut anfühlt. Das Knie, das muss hier keinen großen Winkel haben, das kann auch eher einen kleinen Winkel haben. Schau, dass deine Hüften hier einigermaßen parallel hier sind. Also, dass es sich für dich auch gut anfühlt. Wenn du möchtest und dich ein bisschen unterstützen möchtest, könntest du dir hier einen Block und den Po ablegen. Dann lass dich hier ganz entspannt sinken auf deine Matte, vielleicht auf dem Fäustetürmchen hier nochmal. Vielleicht magst du hier auch deine Stirn so ein wenig tiefer sinken lassen auf die Matte. Und vielleicht magst du, wenn sich das für dich gut anfühlt, auch deine Ellbogen anwinkeln, die Hände falten und die Hände so ein wenig in deinen Nacken bringen, deinen Nacken ablegen. Dich dann hier so ein wenig senken lassen, die Position. Und schau, dass du dich hier wirklich ganz angenehm einrichtest, dass du dir alles nimmst, was du brauchst, um es dir wirklich richtig bequem zu machen in der Position. Und dass du dich hier unterstützt und getragen fühlst. Es sollte sich wirklich gut für dich anfühlen in der Position. Auch wenn der Neumond die Zeit ist, in der wir Neues in unser Leben bringen möchten, kann es auch heißen, dass wir vielleicht auch alte Dinge noch abgeben möchten, die uns vielleicht nicht mehr dienen und die uns vielleicht nicht mehr begleiten sollen in unserem neuen Zyklus. Und vielleicht
magst du dir auch hier überlegen, was möchte ich vielleicht loslassen? Was ist mir nicht mehr dienlich auf dem Weg zu meinem Ziel? Denke auch wieder an dein Ziel und deine Intention. Was brauchst du, um sie zu verwirklichen? Und was brauchst du nicht mehr auf diesem Weg dahin? Du lässt dich hier ganz entspannt sinken. Dann nehmen wir noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Dann löst die Position langsam nochmal auf. Richte dich erstmal nochmal auf, komm erstmal nochmal in den sitzenden Schwan nach oben, richte dich hier aus. Vielleicht magst du im Moment in den herabschauenden Hund kommen, vielleicht magst du dich aber auch in Kindeshaltung setzen oder so kleine Kreise machen mit deinen Hüften. Schau mal, was es jetzt braucht für dich. Komm langsam wieder zurück auf deine Matte und wechsle hier gerne die Seite. Bring jetzt dein linkes Knie zwischen deine Hände nach vorne und schau, dass du dich auch hier ganz angenehm einrichten kannst. Vielleicht magst du dir auch hier was unter den Po legen. Vielleicht brauchst du hier auf der Seite auch nichts, um dich wohl zu fühlen. Dann lass dich hier wirklich ganz entspannt sinken. Schau, wie hoch du deinen Kopf positionieren möchtest. Auch hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern so wie es ist, ist es gerade gut und richtig. Und vielleicht könnte das auch eine Intention sein für dich, in diesem Mondzyklus vielleicht ein bisschen mehr für dich zu sorgen, auf dich zu achten, auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Dich hier so selbst zu unterstützen, dass es dir wirklich gut geht. Und dann bleibe auch hier in dieser angenehmen Position, dass dich hier ganz entspannt sinken.
noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Und dann löse die Position langsam wieder auf. Komme langsam nochmal zurück nach oben. Aus deinen wachen Schwan zurück. Und dann über den Vierfüßlerstand vielleicht ein paar Kreise nochmal machen mit deinen Hüften. Vielleicht in die Kindeshaltung gehen oder nochmal in den herabschauenden Hund, wenn du möchtest. Dich hier auch nochmal lang machen. Vielleicht die Knie so abwechselnd beugen und strecken. Und dann komm hier wieder zurück auf deine Matte. Und wir gehen jetzt in die Bauchlage, in die Sphinx. Komm hier auf deinen Bauch, auf deine Unterarme. Lass idealerweise deine Ellbogen so ein wenig unter deinen Schultern. Schultern so ein wenig geöffnet. Dein Nacken entspannt. Schau mal, wie es sich für dich gut anfühlt. Wenn es zu intensiv ist für den unteren Rücken, dann nimm die Arme etwas weiter nach vorne oder vielleicht magst du auch hier deine Ellbogen greifen. Je flacher du hier wirst, desto weniger intensiv wird es im Bereich des unteren Rückens. Und schau, wie es sich für dich gut anfühlt. Und dann bleib hier bei deinem Atem. Vielleicht mal so ein wenig in deinen Herzraum einzuatmen. In deinen Brustraum zu atmen. Und dir vielleicht innerlich die Affirmation mitzugeben. Ich lasse jetzt Altes hinter mir und öffne mich dem Neubeginn. Ich lasse Altes hinter mir und öffne mich dem Neubeginn.
noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Dann löst die Position langsam wieder auf. Langsam in die Bauchlage zurück. Bring deine Ellbogen nach außen und lass hier gerne mal deine Stirn auf deinen Handrücken abgelegt. Vielleicht magst du deinen Po, dein Becken so ein wenig hin und her bewegen. So kleine Bewegungen machen. Alle Spannung erstmal loszulassen. Und dann lass dich hier mal ganz entspannt sinken in die Bauchlage. Komm hier langsam nochmal nach oben zurück. Setz dich hier nochmal auf. Leg hier noch eine wunderschöne Position der Rückenlage in den unterstützten liegenden Schmetterling. Nimm dir gerne dein Bolster oder dein Kissen und platziere ihn dir längs auf deiner Matte. Du kannst den auch weglassen, wenn dir das zu viel ist. Also kannst dich auch gern flach mit dem Rücken auf die Matte legen. Leg dir gern hier noch so eine gefaltete Decke als kleines Kopfkissen ans Ende deines Bolsters. Und vielleicht magst du dir hier deine Blöcke zurechtlegen, zur Seite legen, um deine Knie noch ein wenig zu unterstützen. Dann komm hier. Setz dich hier vor deinen Bolster ab, bring die Fußsohlen aneinander. Leg dir gerne deine Blöcke unter deinen Oberschenkeln, unter deinen Knien ab. Und leg dich hier ganz entspannt auf deinen Bolster ab. Die Arme vielleicht so ein wenig zur Seite geöffnet. Vielleicht magst du auch hier schon mal, je weiter du weggehen möchtest von dem Bolster, also je näher du dran bist, desto weniger intensiv wird es für den unteren Rücken. Wenn du hier noch ein bisschen mehr Kompression in den unteren Rücken bringen möchtest, hier die Körpervorderseite noch ein wenig mehr öffnen möchtest, dann kannst du auch gern dich ein bisschen weiter nach vorne absetzen. Lass deine Arme hier neben deinem Körper ausgebreitet. Lass dir gerne deine Augen geschlossen. Atme hier nochmal tief und bewusst in deinen Herzraum ein und aus. Lass dich mit jedem Atemzug hier ein wenig mehr entspannt sinken auf deine Polster, auf deine Unterlage. Atme ganz bewusst in deinen Herzraum ein und aus. Und vielleicht magst du dir hier innerlich die Affirmation mitgeben. Ich bin bereit für den Neuanfang in meinem Leben. Ich bin bereit für den Neuanfang in meinem Leben.
Und dann nimm hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Und dann löst langsam wieder auf. Komm langsam nochmal nach oben zurück. Räum dir deine Matte hier frei. Und jetzt kannst du dich bereit machen für den wichtigsten Teil, für deine Endentspannung. Du kannst dich ganz flach, ganz klassisch in Shavasana hinlegen. Du kannst ja aber auch dein Bolster so als Unterlage unter deine Knie nehmen. Schau mal, dass du hier wirklich ganz entspannt liegen kannst. Leg dich ja ganz entspannt auf deiner Matte ab, die Arme vielleicht ein wenig nach außen geöffnet, die Hände nach außen zeigen lassen. Und atme nochmal tief ein und aus. Und lass dir nochmal die Gelegenheit, deinen Körper nochmal alles verarbeiten zu lassen. Und atme hier nochmal tief ein und aus. Und dann mit jedem Atemzug ein wenig mehr zu entspannen. Jeder Atemzug lässt sich ein wenig tiefer senken in dieses angenehme Gefühl der vollkommenen Entspannung. Und bleibe hier in dieser Position. Und genieße deine Endentspannung in Shavasana.
Dann lass deinen Atem langsam wieder tiefer werden. Und komme langsam ins Hier und Jetzt zurück. Bring langsam etwas Bewegung in deinen Körper, beweg deine Finger, deine Füße. Strecke dich, mach dich lang. Schau mal, welche Bewegung dir jetzt gut tut. Dann leg dich noch für einen Augenblick auf deiner Lieblingskörperseite ab. Komm langsam über deine Seite. Nochmal zurück zum Sitzen auf deine Matte. Lass gerne deine Augen noch geschlossen für einen Moment, deine Hände locker abgelegt. Und vielleicht magst du dich noch einmal an deine Intention, an deinen Wunsch zum Neumond erinnern, wenn du dich hier gesetzt hast. Dann verbinde dich nochmal mit diesem Wunsch, mit deiner Intention, für deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Die Gebetshaltung zu Anjali Mudra. Und atme nochmal tief ein und aus. Verbinde dich mit deinem Wunsch, mit deiner Intention. Und schenk dir selbst ein Lächeln, ein Dankeschön. Dich an deinen Körper und verneige dich vor dir selbst. Namaste. Und ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese kleine Sequenz für den Neumond gefallen. Schreib dir gerne deine Intention, deinen Wunsch oder deine Gedanken auf einen kleinen Zettel. Und bewahren dir auf bis zum Vollmond oder auch bis zum nächsten Neumond. Und ja, schau auch gerne in den Links unter meinem Video, da habe ich dir noch ein bisschen mehr zum Mond vorbereitet. Und ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich würde mich über ein Like, über einen Kommentar unter dem Video freuen. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal und vergiss auch nicht, die Abo-Glocke zu klicken, damit du benachrichtigt wirst, wenn es neue Videos gibt. Und ja, ich freue mich, dich bald wieder zu sehen, vielleicht sogar in meinem Yin-Yoga-Club oder im Magic-Moon-Kurs. Links findest du auch unten unter dem Video. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und hoffentlich bis bald. Namaste.